Jedes Mal, wenn über Frieden gesprochen wird, und die Sonntagsreden, die kann man sich ja schon selber ausdenken, ja, dann wird es unsere Verantwortung sein und vielleicht Ihrer politischen Gruppe insbesondere, immer wieder den Finger auf die sozialen Fragen zu stellen. Der soziale Friede. Wie stellt sich heute die soziale Frage überhaupt? Wie ist es denn mit dem Arbeitsmarkt? Nicht? Jeremy Rifkins, der uns sagt, die Arbeit geht uns verloren. Ja, wenn keine Arbeit mehr da ist, wo kriegen denn die Menschen ihr Geld her? Das sind die entscheidenden Fragen. In Ihrer Gruppe, wenn ich das mal noch mal anschneiden darf, ist eine eigene Diskussionsthematik vielleicht. Bei den Linken gibt es doch sehr starke Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens. Nicht alle, aber es gibt sehr starke Befürworter. Und es gibt in vielen europäischen Ländern heute zunehmend Kampagnen. Es läuft im Moment eine europäische Bürgerinitiative zur Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens. In der Schweiz wird es ein Referendum geben. Also die Schweizer Bürgerinitiative hat ihr Volksbegehren gewonnen. Und jetzt wird zwingend ein Referendum kommen. Also das sind mal als Beispiel, das sind die entscheidenden Fragen, die jetzt auf uns zukommen und die uns begleiten werden während der ganzen Erinnerungsjahre. Denn während der Zeit laufen diese Kampagnen. Also meine Anregung. Bitte. Interessant, aber wir gehen zurück zu Paolo. Sagt Volker noch, eigentlich wäre es gut, wenn die EU sich wieder mehr an ihre Wurzeln als Friedensunion erinnert. Daneben ist auch, finde ich sehr interessant, sagt Josef, haben wir heute nicht auch eine Art Wirtschaftskrieg in Europa? Also eigentlich hat es nicht immer einen Krieg gegeben in Europa, nur in verschiedene Arten. Jürgen Klute, Wirtschaftskrieg ist eigentlich ein guter Ansatz. Ja. Also ich guter Ansatz, ich meine jetzt der Vergleich. Von der Frage ist eigentlich, her, ja. Ja. Eine gute Frage. Ja klar, ich denke, das, was ich ja eben schon skizziert habe, was dort an Sparpolitik, an Austeritätspolitik gemacht wird, das kann man, wenn man will, sehr wohl als eine Form eines wirtschaftlichen Krieges bezeichnen. Denn es gibt natürlich Fragen, wie kann man sich Marktanteile sichern, wie kann man selber versuchen, sich stabil zu halten, wirtschaftlich stabil zu halten, wie kann man wettbewerbsfähiger werden und so weiter. Das ist eben das Problem. Auf der einen Seite, ich habe das eben gesagt, macht es durchaus Sinn, über eine Wirtschaftsverflechtung eine Friedensunion aufzubauen. Ich glaube, anders geht das nicht. Aber damit kriegt man nicht automatisch Frieden. Das kann umkippen in eine ungeheure Aggressivität, die nicht mit Waffen verknüpft ist, aber trotzdem Menschen ihre Lebenschancen kaputt nimmt. Das ist richtig. Und das ist das, was ich meine, was ich eben gesagt habe. Da müssen wir ran. Sehen Sie diese Gewalt, die gerade angesprochen wurde, die es im Ersten Weltkrieg sehr wohl gab, im Zweiten natürlich genauso. Sehen Sie diese als möglich? Sie sind ja Anwalt. Sie kennen das ja im Prinzip, was so durch Gewalt passieren kann. Sehen Sie nach dieser Analyse des Ersten Weltkriegs als heute noch möglich? Dieser Grad der Gewalt? Ja, mit Sicherheit. Wir sehen das doch jeden Tag in anderen Teilen der Welt. Jetzt ist, die Frage, wie weit Europa, Europa ist ja nicht nur die Europäische Union, nicht? Das darf man ja auch nie vergessen. Europa, der Raum ist viel größer. Also reden wir über die Europäische Balkan, Union. Über den Balkan wurde ja schon gesprochen. Wir sind inzwischen schon fast gut, wenn Sie die Europäische Union, da wird man natürlich mal genau hingucken müssen, wie das weitergeht. Und wir haben ja die Frage schon gestellt, wie müssen wir eigentlich den sozialen Frieden sichern, dass das nicht implodiert hier? Nicht? Da sind eben die entscheidenden Fragen in Zukunft zu stellen. Man müsste also nochmal nachfassen, wie können wir überhaupt sicherstellen, dass die Menschen Arbeit und Einkommen haben. Das sind zwei verschiedene Dinge. Wie sind die verbunden? Müssen die zunehmend entkoppelt werden, wie das durch das bedingungslose Grundeinkommen ja angedacht ist? Mit gewaltigen Veränderungen in allen Bereichen. Ich kann mich erinnern, bei einer Fernsehdiskussion, die hier stattgefunden hat, saß auf diesem Stuhl justamente Benedictus Hardorp, einer der großen Befürworter der progressiven Konsumsteuer, die eins der besten Modelle ist, die ich bisher gesehen habe, zur Finanzierung des bedingungslosen Grundeinkommens.
nochmal kurz zu dieser Gewaltmöglichkeit zurück. Es ist eigentlich, worauf ich hinaus wollte, war eigentlich der mögliche Nationalismus, der heute wieder aufkommt. Und damit sind wir auch bei der ersten Frage, die wir da hatten. Was hat es eigentlich damit zu tun? Eindeutig hat das wohl auch etwas damit zu tun. Ja, das kann ich nur mit Ja beantworten, jedenfalls aus meiner Sicht. Natürlich. Ich denke, dass das eben gerade unter dem Druck der Krise, unter dem Druck der Verarmung großer Bevölkerungsteile, Nationalismus eine neue Blüte erlebt. Man kann nach Ungarn gucken, man kann aber auch nach Finnland gucken, Italien, teilweise auch in den Niederlanden, auch wie bei uns jetzt mit der Alternative für Deutschland. Das ist eine Partei, die sich offensichtlich als immer rechter entpuppt, wenn man genauer hinschaut. Entstehen tatsächlich neue rechte Bewegungen. Und das kann, wenn man ihnen folgt, durchaus auch wieder zu einer Zerstörung einer politischen Union führen, was ich für schwierig halte. Und ich verweise dann immer auf den Zerfall des Warschauer Paktes. Als dieser politische Rahmen weg war, hat es dort zumindest in kleinerem Rahmen regionale Waffengänge erneut gegeben. Und ich würde das nie ausschließen wollen, dass wenn der politische Rahmen der Europäischen Union wegfällt, dass es dann auch innerhalb dieser Länder wieder zu Waffengängen kommen kann. Sie müssen ja nicht so stark sein wie im Ersten Weltkrieg, das ist jetzt eine andere Frage, aber ich schließe das nicht aus. Aber nächstes Jahr sind Wahlen. Wenn wir nächstes Jahr im September, also ich weiß nicht, ob Sie nächstes Jahr wieder hier sitzen, weiß nicht mal, ob Sie nochmal verlieren, ja, dann sehen wir es mal so. Auf jeden Fall sollte sich dann das Bild dieses Parlaments gewaltig ändern. Und dann werden Sie neben Ihnen Leute sitzen haben, die eigentlich damit wirklich nichts zu tun haben wollen. Wie wollen Sie dann eigentlich noch arbeiten? Das ist eine berechtigte Frage und eine schwierige Frage. Die kann man jetzt abstrakt, glaube ich, nicht so ohne weiteres beantworten. Deshalb aber auch diese Sendung, die wir hier heute machen und der Versuch, dieses Thema zu erinnern und zu sagen, die Europäische Union ist mehr als nur eine Wirtschaftsunion. Richtig. Sie muss eine Sozialunion werden, damit eine tragfähige Basis für eine Friedensunion geschaffen wird. Nachdem die ökonomische Verknüpfung funktioniert hat einigermaßen, ist jetzt wirklich dran, eine soziale Union hinzukriegen. Und wir dürfen nicht vergessen, was die Ziele sind. Und dazu gehören eben auch politische Ziele, dass man Frieden schafft in Europa. Wir haben 10 Minuten später angefangen. Wir werden auch um 10 Minuten überziehen. Ganz haben wir noch 10 Minuten? Nee, die haben wir nicht mehr. Aber 2-3 Minuten haben wir noch. Okay. Ja. Nochmal kurz zu Pablo und dann zu Ihnen. Ja, noch eine Frage von David. Wenn wir das sagen, dieser neue Nationalismus, was es in Europa gibt, gibt es noch deutliche Parallele mit der Situation vor dem Ersten Weltkrieg, wo wir sehr jetzt sagen können, okay, wir wissen, wie es damals gelaufen ist. Jetzt können wir mit mehr Weisheit drangehen in Europa. Bitte. Mit mehr Weisheit, aber es sind eigentlich im Kern dieselben Fragen. Die soziale Frage haben wir bereits benannt. Die ist wieder aufzugreifen, sie ist zu aktualisieren. Bezogen auf die Arbeitsmarktsituation hat man neue Antworten zu finden, die auch bereits vor dem Ersten Weltkrieg, nicht? Genau, das war die Frage. War bereits angelegt, ist dann durch den furchtbaren Einschnitt abgeschnitten worden und jetzt knüpfen wir da wieder ran. Das ist also die Frage der Entkopplung von Arbeit und Einkommen. Aber eine zweite Frage, und es gibt noch vielleicht noch eine Reihe andere, ist ja auch genannt worden, das ist nämlich die nationale Frage. Wie geht man eigentlich mit der nationalen Frage um? Wo hat das Nationale, wenn man das mal so sagen darf, wo hat es eigentlich seine Berechtigung? Und wo ist es völlig fehl am Platze? Also das Nationale hat ja irgendwas auch mit der kulturellen Identität des Einzelnen zu tun. Aber das heißt, was Sie sagen, der Erste Weltkrieg wäre nicht möglich gewesen ohne diesen Nationalismus, der eigentlich überall da war. Der sich wie ein Geschwür ausgeweitet hat durch alle sozialen Bereiche, alle gesellschaftlichen Bereiche. Und da sage ich ja, man muss mal genau hingucken, wo ist eigentlich das nationale Element, wenn man das mal positiv beschaut, ja, wo hat es eigentlich eine gewisse Berechtigung und wo ist es völlig fehl am Platze? Und diese Vermengung, die führt eben zu diesen Imperialismen und Rassismen, die im Vorfeld des Ersten Weltkrieges sich dann so furchtbar ausgewirkt haben. Jürgen Klute, ganz kurz noch, haben Sie das Gefühl, man ist eigentlich in manchen... Gibt es da tatsächlich heute parallel, wenn man das vergleicht, mit 1914 oder 1913 sogar?
Also ich glaube schon, dass es diese Parallelität gibt, wieder sich abzugrenzen von den anderen. Nicht zu sagen, wir wollen kooperieren, sondern wir wollen unser eigenes machen, wir wollen uns abgrenzen und mit den anderen wollen wir nichts zu tun haben. Das führt in Ungarn zu einem massiven Rassismus, etwa gegen Roma und Sinti und so weiter, zu Ausgrenzung und Isolation und Stigmatisierung von Bevölkerungsgruppen. Aber eben auch durchaus gegenüber Nachbarländern, wo man sagt, okay, also da wollen wir nichts mehr mit zu tun haben. Wir sind Ungarn und damit fertig. Wir haben das oft genug von Herrn Orbán hier im Parlament gehört. Darf ich da noch was ergänzen? Ganz kurz. Und dann? Man erlebt ja gerade in den Feierlichkeiten, die vorbereitet werden, diesen extremen Nationalismus, der wieder nach oben kommt. Überall in Frankreich, in Großbritannien, was ich am Anfang genannt habe. Das sind alles nationale Kampagnen. Und deswegen gestatten Sie mir am Schluss noch mal auf einen offenen Brief hinzuweisen, den ich Herrn Klute anbiete für seine Mitglieder im Europäischen Parlament. In Großbritannien, glücklicherweise dort, hat sich eine ganz wichtige Initiative entwickelt, No Glory Initiative, die aus der Tradition des britischen Pazifismus, aus der Tradition der Antikriegsbewegung in Großbritannien heute an die Öffentlichkeit getreten ist, massiv kritisiert die britische Regierung mit ihrem nationalistischen Programm. Mhm. Und ich glaube, das ist ein wunderbares Beispiel. Dieser offene Brief sollte von allen Europäern als erstes einmal von den Abgeordneten des Europäischen Parlaments mit unterzeichnet werden, damit dieses ganze Thema europäisiert wird. Wenn wir das Thema als Europa angehen, dann werden wir auch die geeigneten Antworten finden, um den Nationalismus zu überwinden. Fragen gibt es auf jeden Fall noch viele. Jürgen Klute, Hugo Lübe, vielen Dank fürs Mitmachen. Gerne. Vielen Dank an Sie, liebe Zuschauer, auch für Ihre Fragen. Wir sehen uns im nächsten Monat oder auf jeden Fall bis Ende des Jahres ganz bestimmt wieder für eine andere Debatte. Das, was wir heute debattiert haben, das können Sie auf jeden Fall auf der Webseite die Linke-Europa.eu nachschauen. Bis dann und tschüss.